Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Vergleichsvideo zwischen dem FT25BH Blue Light Sensor und seinem Rotlichtpendant. In diesem Video geht es um die Detektion von dunklen und glänzenden Objekten. Das erste Objekt ist ein stark lichtabsorbierender Stoff. Wenn wir diesen in den Winkel zum Sensoren legen und auch auf die Sensoren hinbewegen, können wir erkennen, dass das Schaltverhalten relativ ähnlich ist. Der Blue Light Sensor hat keine Blindzone, der Rotlichtsensor schon. Wenden wir das Objekt, verändert sich auch die Oberfläche. Die Oberfläche wird rauer und da können wir erkennen, bei einem Winkel schaltet der Blue Light Sensor präzise und reliabel. Der Rotlichtsensor hingegen steigt schon relativ früh aus. Auch bei Bewegungen kann man erkennen, dass der Rotlichtsensor flackert oder gar nicht schaltet und der Blaulichtsensor trotzdem seine Prozesssicherheit bewahrt und zuverlässig den Stoff erkennt. Wechseln wir nun die Oberfläche und das Material und nehmen nun eine stark glänzende, dunkle Oberfläche, die trotzdem noch sehr viel Licht absorbiert, und gehen mit dieser in Winkel zu den beiden Sensoren, können wir erkennen, dass der Rotlichtsensor schon sehr früh aussteigt im Vergleich zum Blaulichtsensor. Der Blaulichtsensor auch hier der klare Favorit, denn auch bei extremer Winkellage schaltet dieser präzise. Wechseln wir nun das Objekt und nehmen eine etwas mattere Oberfläche, jedoch rauer als die davor, können wir erkennen, dass der Rotlichtsensor etwas länger schaltet, jedoch trotzdem noch viel früher aussteigt als der Blaulichtsensor. Auch hier kann man schön erkennen, bei extremer Winkellage, der Blaulichtsensor hat auch hier die Oberhand und gewinnt klar den Vergleich. Egal ob nah oder fern, der Blaulichtsensor schaltet wunderbar präzise im Vergleich zum Rotlichtsensor. Wechseln wir nun das Material und nehmen eine schwarze, stark lichtabsorbierende, runde Kunststoffstange und bewegen diese ebenfalls an den Sensoren vorbei. Können wir erkennen, wenn wir die Geschwindigkeit verlangsamen, dass der Blue Light Sensor viel, viel länger schaltet als der Rotlichtsensor. Ganz extrem wird der Unterschied, wenn wir jetzt auch noch den Winkel erhöhen. Bei extremer Winkellage schaltet der Blue Light Sensor trotzdem zuverlässig und kann diese runde, sehr schwierige Geometrie erkennen und detektieren. Und der Rotlichtsensor hat da seine Probleme. Ab einem gewissen Winkel hört der Rotlichtsensor einfach auf zu schalten und kann dieses Objekt gar nicht mehr erkennen. Auch hier der Blue Light Sensor, klar die bessere Wahl. Wechseln wir nun das Objekt und nehmen eins, das wirklich jeder aus dem Alltag kennt, wie zum Beispiel sein Smartphone-Display. Es ist stark lichtabsorbierend, es ist trotzdem glänzend. Dann können wir erkennen, dass der Blue Light Sensor auch unter großer Winkelveränderung das Display trotzdem prozesssicher erkennt, reliabel schaltet und der Rotlichtsensor hier gut zu sehen seine Probleme hat. Der Rotlichtsensor kann unter bestimmten Winkeleinflüssen das Display gar nicht mehr erkennen. Hier kann man gut sehen, dass der Blue Light Sensor klar der bessere Favorit ist, wenn es genau um solche Applikationen geht. Vielen Dank fürs Zusehen, wir hoffen, Ihnen hat das Video gefallen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Bis bald!